So. Könnt ihr ein bisschen schneller beschleunigen hier? Das Ding so, nee. Aber auf jeden Fall, der Vorteil bei dem Auto, das wir uns gekauft haben, ist, es ist gepanzert. Das heißt, wir sollten da schon mal weniger Probleme bekommen. Wenn sie uns da mal entdeckt haben, dann sollten wir trotzdem noch ganz gut wegkommen, durch die Scheiben auch nicht mehr so gut sehen. Heißt, es hat einen Vorteil und ich bin immer gespannt. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass wir durch diesen Überfall wirklich 5 Sterne bekommen werden, weil die hatten wir bisher. Hatten wir die schon mal? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wären sie berechtigt, sagen wir es mal so, weil da wirklich die Einlagen von komplett Amerika drin liegen. Und aufgrund dessen können die es ja voll verstehen und die dann wieder loszuwerden, aber hollala, es wird dann echt ordentlich. So, einmal hier durch und da durch. Ich sieht mir sogar noch ein bisschen was, das ist ganz schön. Was ist eigentlich Höchstgeschwindigkeit hier? Gar nicht so viel, bisschen über 100 mph, naja. Darf man schon auf kmh umrechnen, dann ist es schon ordentlich schnell, vor allem, weil die in Amerika eh nie so schnell fahren. Also die fahren eh nicht so schnell auf den Highways. Das geht jetzt ewig lang geradeaus. Bei uns hast du ja nur 130 Richtgeschwindigkeit. Die fahren eh alle schneller. Und in Amerika das ist alles wunderschön gemütlich. Auch wenn ganz viel Platz ist, ist Speedlimit bei, ich habe keine Ahnung, wo das liegt, auf jeden Fall relativ tief. So, hallo Michael. That train we need for the UD job. I need you to get that chopper Lester organized and come pick it up. Oh, now you need me. You're getting a share of the metal, ain't you? Earn it. Hit me on the headset when you're at the airfield. Was? Wo sind die? Schaltet die? Oh. Bahnarbeiter? Ich hab grad, da schießt gerade jemand auf uns. Aber dem war nicht so. Was nehme ich jetzt für ein Labyrinth hier? Es ist ja unglaublich. Wollte ich in ihr sehen? Es wird fahren erstmal hin. Bahnarbeiter sind rot. Frag mich nicht warum. Ach, weil es von der Deutschen Bahn sind. Ich verstehe schon. Wegen dem DB-Logo. Ah, ein Frevel, wer das nicht weiß. Genau, ja. So, da oben, der ist rot. Warte mal, dann nehmen wir am besten was aus der Entfernung. Wo ist denn der? Warte mal. Ah. Warte mal, einmal absteigen. Was ist denn los? Ah, die Polizei wollte... Ah, okay. Wir lernen daraus. Ich muss das schnell machen. Warte mal, Ach, Manu. Ich bin halt zu blöd zum Auswählen. Das ist mein Problem. Wenn ich mich jetzt irgendwo verstecken könnte. Also. Da. Vorsichtig. Der hat auch einen Schalldämpfer, oder? Das sollte eigentlich keiner mitbekommen. So, zack. Warte mal, ist es überhaupt das da? Ja, mehr haben wir gar nicht mehr. Es ist unsere einzige Sniper hier. Genauigkeit ist ganz gut. So. Nummer 1. Oh Mann. Ich glaube, ich muss ich da hinlaufen und den... Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Wir probieren das jetzt nochmal. Hallo. So. Viel, viel besser. Wunderbar. Drück auf Ebene-Seitenleiste weg. Er weiß natürlich, wie das funktioniert, ganz klar. Warte, bis der Zug auf die Nebengleis angehalten hat, okay. Gute Idee, jetzt was zu essen, gell? Super. Hab gedacht, die quatscht noch eine Runde mit sich. So. Da sieht's aus, als ob da ein Zug kommen würde, also laut Karte. Ich sehe leider keinen, aber da könnte ein Zug kommen. Laut Karte. Ich kann mir das von draußen angucken. Würde ich gerne tun. Ah, da kommt ein Tschutschut. Tschutschut. Tuff, 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 tuff. Ah, Zwischensequenz. Hey, der fährt ein bisschen sehr schnell. Ah, okay, es wird wärmer hier. Fliegen! Ach nee, im Dunkeln fliegen. Sehr gute Idee. So. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ja, wo muss ich hin?
Danke, liebe Karte, dass du mir absolut keine Informationen anzeigst. Ja, wo muss ich überhaupt hin? Leute, wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Die Karte ist so unvollständig. Da oben ist irgendwo die Bahnlinie, oder? Bist du die Bahnlinie? Du bist die Autobahn. Oh, ja, jetzt steht's dran. Okay. Jetzt weiß ich zumindest schon, wo wir hin müssen. Jetzt ist schon mal ein Anfang. So, da. Schnapp dir die Zugmaschine. Wegen Zug und so. Versteht ihr? okay, der war nicht lustig. Ich verstehe schon, aber was willst du machen? So, den drehen wir einmal. Was muss ich damit machen? Ist das so ein Transportdingens da? Kann man mit dem einfach so ein Ding da snacken? Warte mal. Einmal so, warte mal, so drehen. Ein bisschen vorwärts, ein bisschen vorwärts. Ein bisschen, warte mal, darüber. Und dann einfach runter. Bring die Zugmaschine zu Travers. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Und vor allem, wir haben jetzt mal eine wie viel Tonnen schwere Lok da unten dran. Einfach mal so. Wow, jetzt haben wir einfach mal so eine fette Lokomotive da unten dran hängen. Gut. Super. Also, hollala. Also, das ist echt... Starkes Teil. So, und dass es auch keiner mitbekommt oder jetzt die Polizei alarmiert, das finde ich bemerkenswert. Ja, da müssen wir einmal rein, gell? Also runter halt. So, wo ist denn hier der gelbe Punkt? Ach, auf dem Anhänger, oh. Auf der... Jetzt darf ich das Ding auch noch so richtig da dran buxieren. Steil los! Ich kann auch sowas nicht. Bisschen hoch vielleicht. So, dann hier rüber und dann da rüber und dann nach da. Bisschen so lenken und bisschen rüber und runter. Und, hinter. Warte mal, es hängt ein bisschen schief. Ein bisschen nach hinten, ein bisschen hoch und ein bisschen nach hinten. So. Jetzt aber gleich. Ich sollte das halbwegs akkurater draufsetzen, gell? Ich denke mal schon. So. Jetzt aber. Oh, okay. Habst du das Gefühl, das Ding, das Spiel toleriert sehr viele flugische Fehltritte oder sowas. Das finde ich aber gut. Für so Dumme wie mich. Nur die Frage ist, was wollen wir denn mit dem Zug machen? Flüchten wir denn auf Schiene oder was? Oh, da ist ein oh. Ein Mast. Super. Für den guten Handy... das ist noch ein Mast. Für den guten Handyempfang. Da drüben. Ein Flachbrettwaggon. Und jetzt... Flach. Ah, ist einer von den Flachbrettteilen. Okay. Nehmen wir mal einen, der irgendwo steht. Nehmen wir einen von da vorne. So, drehen wir uns mal halbwegs in die Ausrichtung und dann schauen wir, dass wir da irgendwie drüber geflogen bekommen. So. Einmal runter ein bisschen. Ein bisschen, warte mal. Po nach da und Flug nach da. Ein bisschen hoch vielleicht noch, damit wir nicht unbedingt was kaputt machen. So, ein Po ein bisschen nach hier und, warte mal, Seite nach da. So, jetzt aber. Runter da. Achso, wir sind ja mit dem Falschen. Wow. Beruhigend. Rüber, runter. Po nach da. Ah, warte mal. Wow. Hauptsache immer nur genau das, was wir haben wollen, wird vom Elektromagneten angezogen. Das finde ich auch beruhigend. So, und wie verladen wir das jetzt auf den LKW? Das weiß ich nicht. Verladen wir das auch auf den oder haben wir noch einen? Ich habe keine Ahnung. Trappdidabdidu. Fliegen in der Nacht. Sind wie Fliegen am Tag. Einfach unglaublich nervig. Also fliegen. Nicht das Fliegen, sondern die Fliegen. Ah, da ist schon der erste. Der fährt schon weg. Ah, noch ein LKW. Okay. Klar, haben wir alles bereit, ne? Wir sind ja hier Premium, Trevor, including Dingens Firma da und so. Ein bisschen hoch vielleicht und dann darüber. Hätte ja wunderschön hinten dranhängen können, oder? Bisschen hoch, bisschen hoch, bisschen hoch. Bisschen zurück. Und weiter hier. Fertig. Auch noch landen. Ah ne, muss ich landen? Falsche Fährte. Muss ich landen? Muss ich landen? Wer bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Wer bin ich?
proud owners of a freight train. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Dann fliegen wir doch mal mit dem Heli hin, oder? Dann fliegen wir doch da einfach mal mit dem Heli hin. Sehr gute Idee. Was sagt der Uhr? Ja gut, der wird gleich wieder hell. So, heißt einmal Gegenrichtung, einmal hoch und rüber da. Hui, ab in die Richtung. Kann ja ein bisschen Heli fliegen, mal ganz ehrlich. Für was hole ich mir jetzt ein Auto? Für was brauche ich ein Auto, wenn ich auch ein Heli haben kann? Ist wirklich so. Aber überleg mal, was der tragen können muss, wenn einfach mal so eine fette Locke. Hallo, Jimmy. It's just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim? You're taking me up Banham Canyon in this charcoal-colored landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Was? Nein. Can't do it, son. Get yourself out of this mess. Okay, well, how much of my father's money do you think it'll take to get me out of this situation? Weiß ich nicht, wir werden sehen. Es ist mir aber gerade relativ egal. Hallo, ich fliege gerade Heli, wenn ich jetzt im Auto gesessen wäre, okay, aber jetzt bin ich im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben und deswegen respektiert das. Punkt. So, wir können auch mal hier vielleicht schnell speichern. So. Halte ich für eine ganz gute Idee. Damit wir nicht ganz sinnlos sind. So, was hier ist, Amphitheater unter uns oder was? Man weiß es nicht, man will es auch nicht wissen, aber von da oben sieht das nachts voll geil aus. Also von unten ist das immer ein bisschen ätzend, weil man nicht viel sieht, weil es dunkel ist, aber von oben ist das Hammer. Von oben sieht das wirklich Hammer aus. Winewood Mitte. So, einmal runter da. Jetzt ein bisschen runter. Ich würde nicht ganz so tief fliegen aus Gründen. Aber so passt das doch eigentlich ganz gut. Und vor allem so kommen wir relativ zügig auch in die Mitte der Stadt. Sollte für alle von Vorteil sein. So. Wo landet man da am besten? Auf in der großen Kreuzung. Wo ist denn der Club? Wo ist denn der Club? Hallo? Der Club ist... Warte mal. Irgendwo... Ah, da. Das heißt, hier müssen wir zum... Ah, da ist das Pink leuchtet. Okay, ich sehe es schon. So, warte mal, ich möchte gerne von oben gucken, wirklich, Spiel, ich will wirklich von oben gucken, auch wenn du mir das nicht glaubst. Ich halte das für eine sinnvolle Möglichkeit zu landen, so, am besten ohne irgendwelche Ampel mitzunehmen. Wäre also hier in der Mitte der Kreuzung. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Einmal raus hier, bevor es kaputt geht. Vor allem, das sieht so agil aus. Was ist los? Ist doch gar nichts Schlimmes. Da steht bloß ein Heli auf der Kreuzung. Weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. So, warte mal. Wie viele Missionen sind das denn noch? Statistika, 100% Sackliste, 2. Die Frage ist, ist das jetzt schon hier die Hauptmission, wenn wir da jetzt rangehen? Weil dafür hätte ich jetzt nämlich eigentlich keine Zeit mehr. Ja, das große Ding. Dafür hätte ich nämlich eigentlich... Wobei, ach komm, man kann aber zwischendrin Pause drücken, ne? So schlimm wird das nicht sein. So, Hallöchen. Ja, ja, bla bla, laber nicht so viel. Wird's Tag oder wird's Nacht? Vanilla Unicorn, ach süß. Vanille Einhorn. So toll, dass auch so spät ist. 400 Millionen Dollar isn't making this guy a player and it ain't making you a good person. Now put on your clothes. Hey, so we ready for to get this shit cracking, right? Fuck yes, oh, yes. If you actually get dressed, then maybe you will. Ready for action, huh? Let's go. Voll seriös. Right, I'm gonna meet my guy at the bank. Gold ain't ours yet, but we are this close. Get the crew. Let's go. Let's go. So was? Wer macht was? Wer macht was? Aufteilung. Wer macht was? Hallo? Steig in den Wagen. Gut, das ist beruhigend. Schritt 1 in den Wagen steigen, das kriegen wir noch hin. Begib dich zur Bank ohne jemanden mit. Okay, dann machen wir das alleine. So, Trevor hinterher oder Trevor voraus? Ich fahre immer voraus. Einfach weil ich es kann. Einfach weil ich es kann und wahrscheinlich wieder eine Kreuzung verpasse und dann. We need
Lester in the air, running comms and managing the link up with the train. Some Rental Hood ain't gonna be able to handle logistics, T. Hab mich nicht verfahren. Please don't put me in a spiral of negativity. So, ich hab mich nicht verfahren, das gehört zum Spiel. So, was machen wir denn hier Schönes? You ready to do something profoundly stupid? Only if I'm not ready will I ever be ready. Was machen wir jetzt hier Schönes? All right, man. I'm going through the vault wall. Welche Wand denn? Da rechts, oder? H und den Bohr zu aktivieren. Da rein. Sieht danach aus. Also. Einmal hier aktivieren und einmal... Achso, das können wir nur machen, wenn wir nicht fahren. Warte mal. Fahr? Oder hänge ich irgendwo? Hallo? Ha. Können wir jetzt losfahren? Hallo? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ah, es fährt wieder. Es fährt! Das ist auch keiner merkt hier. Sieht aber gut aus. Sieht aber gut aus. Hallo? Oh. Schön hier. Merkt das niemand oder so? Merkt das irgendjemand? Hallo? Das muss doch jemand mal auffallen. Das ist doch voll laut. Park den Bohrer abseits. So, einmal aussteigen. Aussteigen. So, was werden wir tun? Platziere Sprengladung an den Tresortüren. Haftbombe, so. Tresortür? Ich hoffe, das sind Tresortüren. Und einmal. Ja, hab ich doch schon. Hä, die da oder was? Was muss ich denn davon kaputt machen? Ah. Oh. Little bit too close. Little bit too close. A little bit too close. Wir probieren es einfach nochmal. Ich hoffe mal von hier unten aus. Vom Aussteigen au- Okay, ich darf den Bohrer nochmal gegen die Wand fahren. Okay. Ich darf hier nochmal rein. Wunderbar.